على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Die nächste Frage ist, wie ist es mit Rauchen im Ramadan? Rauchen im Ramadan, man nimmt einen Stoff absichtlich, einen Fremdkörper, nicht irgendwie einfach nur was in der Luft ist, inhaliert man praktisch, man nimmt das praktisch mit auf. Das bricht erstmal das Fasten. Und ich kenne da keine Unstimmigkeit unter den Gelehrten, dass das Rauchen im Ramadan eine Sache ist, die das Fasten bricht und die gleichzeitig auch verboten ist, weil man etwas zu sich nimmt. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist, dass ihr euch im Ramadan das Rauchen abgewöhnt. Wenn ihr richtigen Willen habt, wenn ihr wirklich für Allah im Ramadan fastet und es schafft, tagsüber 18 Stunden nicht zu rauchen, warum müsst ihr dann danach rauchen? Manche Leute, die nehmen noch nicht mal Iftar richtig, die essen eine Dattel, dann müssen sie erstmal eine Zigarette anzünden. Stirbst du, wenn du keine Zigarette rauchst? Mein Vater hat aufgehört zu rauchen. Der hat über 20 Jahre 2 Packungen pro Tag geraucht. Und von einem auf den anderen Tag hat er aufgehört zu rauchen. Willst du mir erzählen, dass du als Muslim das nicht schaffen kannst, wenn du Dua zu Allah machst und im Ramadan sogar ein Trainingslager für den Iman hast? Deswegen, dieser Ramadan soll dein letzter Ramadan mit der dämlichen Zigarette sein. Fange heute an, sage keine Zigarette mehr. Assalamu alaikum. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.